Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Wir sollen einen neuen Zauberspruch lernen, hatten in der letzten Folge einige Probleme in Hogsmeade. War ziemlich spannend mit dem Troll. Und jetzt reden wir mal mit der Professorin. Oh, ich glaube, wir haben etwas zu besprechen. Sie wollten mir doch einen neuen Zauber beibringen, Professor. Gut, Professor Fig deutete an, dass Sie Ihre Verteidigungsaufgaben mit gewisser Dringlichkeit erledigen müssen. Aus diesem Grund werden Sie Incendio lernen, den Feuerzauber. Praktisch zum Entfachen von Fackeln, Verbrennen von Spinnweben. Und, wenn erforderlich, zur Verteidigung gegen jene, die uns schaden wollen. Klingt vielseitig. Ja, aber bevor wir beginnen, habe ich noch einige Aufgaben für Sie. Einige werden Sie vielleicht überraschen. Die Professoren wissen doch oft mehr, als die Schüler glauben. Wenn Sie fertig sind, suchen Sie mich auf. Dann beginnen wir mit der Incendio-Lektion. Sie wissen, wo Sie mich finden, wenn Sie fertig sind. Dann wollen wir mal. Und wir sollen eine weitere Runde bei gekreuzte Stäbe gewinnen. Das ist diese Duellierrunde, wo wir schon einmal mitgemacht haben. Und eine Runde Training in Zauberkombination mit Lucan. Das ist der Typ, diese Duellierrunden anführt, der Junge, der auch wirklich jung aussieht. Der gekreuzte Stäbe scheint wohl doch nicht so geheim zu sein. Ja, so geheim ist es anscheinend wirklich nicht, gekreuzte Stäbe. Wenn mir nur jemand Neues aus meiner misslichen Lage helfen würde. Zenobia, wie können wir dir helfen? Geht's dir gut? Weißt du nicht, wer ich bin? Zenobia Noak, das Mädchen, das alle in der Schule grundlos hassen. Alle hassen dich? Warum? Weil Hogwarts voll von Tyrannen und Spielverderbern ist. Leander Pruitt ist der Schlimmste, dieses untalentierte Mondkalb. Ich wollte Freunde finden, also habe ich meine Sammlung in den Gemeinschaftsraum gebracht. Meine Koboldsteinsammlung. Ich hatte gehofft, jemand würde mit mir spielen. Kennst du Koboldsteine? Kleine Kugeln, wie Murmeln. Ein tolles Spiel. Wenn du verlierst, bespritzen sie dich mit stinkender Flüssigkeit. Ich lasse mich eigentlich nicht gern mit Gestank einsprühen. Nur wenn du verlierst, was mir nie passiert. Oder zumindest nicht oft. Menschen können so grausam sein. Nur weil sie mit stinkender Koboldsteinspucke bespritzt werden. Dabei haben sie doch verloren. Imelda ist eine der schlimmsten. Aber Everett und Astoria sind auch schrecklich. Und jetzt haben diese schlechten Verlierer meine Koboldsteine an hohen Orten überall in der Schule versteckt. Klingt für mich so, als hätten sie auf deine Tat ganz angemessen reagiert. So sind eben die Regeln. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich sie allein zurückholen soll. Ich glaube, ich kenne die nötigen Zaubersprüche noch nicht. Aber jemand Talentiertes aus der 5. Klasse könnte mir sicher helfen. Na, und was haben wir davon? Hast du keine Freunde an der Schule? Nicht wirklich. Natti hat mal Hallo gesagt, aber seitdem kein Wort. Hast du einen Vorschlag, wie man deine Koboldsteine aus ihren Verstecken holen kann? Dann könnte ich sie ja gleich selbst holen. Wer meine Koboldsteine versteckt hat, kam ja auch da hoch. Mal sehen, was ich tun kann. Das wäre wirklich toll. Komm bitte wieder zu mir, wenn du alle meine Koboldsteine gefunden hast. Bald kann ich wieder ganz allein Schlangengruben und Boccia-Koboldstein spielen. Da gibt's gerade noch Dringenderes zu tun, aber das werden wir sicherlich noch irgendwann erledigen. Mit dem Koboldstein, oder? Oder vielleicht machen wir es sogar jetzt, komm. Komm, wir widmen uns jetzt den Koboldstein. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Wo könnten die denn jetzt sein? Jetzt müssen wir hier einen Koboldstein nach dem anderen einsammeln. Und guck mal da vorne. Da ist doch sowas in der Art, oder? Akio! Das ist einer von Zenobias Koboldsteinen. Ich verstehe nicht, was der Aufruhr soll. Okay, und jetzt müssen wir einmal durch die Schule schlawinern scheinbar und diese ganzen Koboldsteine suchen. Die sind überall verteilt. Ah, hier vorne haben wir noch einen Stein. Akio! Und da oben ist der nächste Koboldstein. Jetzt gehört er uns. Den schnappen Akio. Wir uns. Zack, noch zwei Stück. Das nenne ich mal eine krasse Rüstung hier. Und das da vorne nenne ich einen Koboldstein. Akio.
Jetzt fehlt uns noch ein Stein und der müsste hier hinten sein in dem Raum. Scheinbar der Pokalraum. Revelio. Ah, in Hogwarts werden Preise gewonnen. In diesem Raum befinden sich der Hauspokal, Quidditch-Trophäen, Duell-Trophäen und andere Auszeichnungen, die von der Schule vergeben werden. Man findet hier oft Schüler, die etwas angestellt haben und das Silber polieren müssen, um an den Wert harter Arbeit erinnert zu werden. Ich finde, Hauen sollte Zaubertränke unterrichten. Oh, hier ist noch eine Truhe. Die nehme ich noch mit. Ein rotkariertes Gewand. Jetzt aber auf zum nächsten Koboldstein. Der muss ja auch irgendwo sein. Irgendwo in dieser Gegend. Revelio. Wo bist du versteckt? Ist gar nicht so leicht, die Teile zu finden. Harte Arbeit. Und da ist er, zwischen den Pokalen. Und jetzt haben wir sie alle zusammen. Accio! Der letzte von Zenobias Koboldstein. Ich sollte zu ihr gehen. Hallo, Zenobia. Ich habe deine Koboldsteine. Wirklich? Das hatte ich nicht erwartet. Wie hast du das geschafft? Gesunder Menschenverstand und etwas Magie. Und? Gibst du mir meine Koboldsteine? Nee. Nein, ich werde sie behalten. Das wird dir eine Lehre sein, herumzustänkern. Was? Du willst meine wertvolle Sammlung behalten? Oh, wie gemein. Ja, immerhin habe ich sie gefunden. Ich wusste es. Du bist so schlimm wie alle anderen. Ich hasse diese Schule. Es wird euch noch leid tun, wenn ich mehr Zaubersprüche kenne. Das war gemein, ey. Wir müssen aber aufpassen, dass es nicht irgendwie Nachspiel hat. Vielleicht könnte sein. Deswegen sollten wir vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen netter sein, um irgendwie wenigstens ein paar Leute auf unsere Seite zu ziehen. Denn gemein ist ja nicht gleichzeitig mächtig zu werden und ein mächtiger Zauberer zu werden. Das ist ja das Ziel von uns. Und deswegen machen wir direkt mal weiter mit der nächsten Mission. Wenn ein verfluchter Besen jemanden trifft, dann hoffentlich sie. Hallo, Lucan. Kann ich mit der Puppe üben? Natürlich. Ich hole sie und gebe dir eine Liste mit Kombinationen zum Üben. Bist du bereit, es zu probieren? Das wäre wundervoll. Wirke all deine Zauber, bevor die Puppe landet. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Na, das werden wir schon hinkriegen. Der kleine Lucan, der hilft uns Akio. Schon dabei. Accio und einfach drauf, Basiszauber. Bam. Nice. Gut so. Okay, und jetzt Levioso. Levioso. Auch das werden wir hinkriegen. Quatsch. Sehr gut gemacht. Okay, und jetzt sollen wir hier eine Zauberkombination machen, bevor die Puppe hinfällt. Zack. Basiszauber, Basiszauber und... Accio. Und nochmal Basiszauber, Basiszauber, Basiszauber und bam. Ausgezeichnet. Genug geübt, würde ich sagen. Du hast dich gut geschlagen. Danke, Lucan. Ich finde, man erkennt seine Schwächen besser beim Üben als im Duell. Jetzt bist du ein furchterregender Gegner. Und? Nächste Runde? Kann's kaum erwarten. Los geht's. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an? Ja, Nati. Dann kann's ja losgehen. Ja, Nati hat sich auf jeden Fall bewährt. Bereit für dein Ende? Verzeihung im Voraus. Das sind ja diesmal drei. Die Adeptenrunde. Das könnte heftig werden. Okay. Accio. Zack, Hector erstmal geschnappt. Protego, nur nicht zurückschrecken. So, direkt weiter draufballern. Komm. Levioso. Schwebt. Oh, wurden wir beinahe getroffen. Aber ich probiere Hector direkt auszuschalten. Am Anfang haben wir einen weniger. Kann ich ausweichen vergessen. Levioso. So, und der nächste. Konstanze. Oh, scheiße, falsche Taste. Ich war noch im Kampfmodus quasi. Aber ich glaube, Nati hat uns ein bisschen nachgeholfen. Levioso. Accio. Der Zauberstab. Ich darf nicht übertreiben, muss ich aufpassen. So sehen Sieger aus. Protego. Sieht ganz gut aus bisher für uns. Oh shit. Jetzt wird's eng. Au, au, au. Einmal kurz einen Heiltrank. Sicher, sicher. Accio. Nicht seine Reader. Darf das Ausweichen nicht vergessen. Ist das etwa alles?
Okay, an die Romansetzen, Nati, komm. Noch die Konstanze, es wird eng und blutig, aber wir haben gewonnen. So könnte ich mich nie duellieren. Bravo! Ich habe nur mein Bestes gegeben. Das hast du wirklich. Du warst den anderen Duellanten zwar schon aufgefallen, aber nach der letzten Runde haben sie es jetzt wirklich auf dich abgesehen. Du solltest lieber üben, wenn du die nächste Runde gewinnen oder wenigstens überleben willst. Ich sag Bescheid, wenn wir bereit sind. Wir sehen uns. Na super. In der nächsten Runde geht's um alle Koboldsteine. Oh, wir haben ja einige Koboldsteine gesammelt. Aufgabe erledigt. Nun denn, und dann würde ich mal sagen, kehren wir zur Professorin zurück. Ich habe Ihre Aufgaben alle erledigt, Professor Hackett. Schön. Dann sollten Sie nun bereit sein, Incendio zu lernen. Sollte, Professor? Ja. Leider habe ich genug unvorsichtige Kollegen im St. Mungo-Hospital besucht, um zu wissen, dass Feuer ein launischer Diener ist. Ihre Zauberkunst hat mich bisher beeindruckt. Aber konzentrieren Sie sich bitte. Es wäre mir lieb, die Lektion ohne brennende Roben zu beenden. Beginnen wir. Denken Sie daran, die Zauberstabbewegungen sind entscheidend. Konzentration und halten Sie den Zauberstab ruhig. Oh, das ist auf jeden Fall ein krasser Zauber, den wir jetzt lernen, wenn wir es denn hinkriegen. Okay, ich bereite mich mental drauf vor und let's go. Zack, durch, zack. Gerade nehmen wir mit, aber wir werden schnell verfolgt. Heilige Scheiße, der ist gefährlich. Ja, wir haben ihn. Ersetzen wir mit Reparo. War auf jeden Fall alles ziemlich erfolgreich, die Folge. Und ich würde sagen, wir machen jetzt noch eine Schnellreise. Und direkt die nächste Mission, oder? Hallo, Sir. Es wird Sie bestimmt freuen, dass ich mit Professor Hackett meine Verteidigungszauber geübt habe. Ja, sie sagte, dass Sie Ihren neuen Zauberstab sehr gut im Griff haben. Sie müssen weiter mit ihr und den anderen Professoren an Ihren Fähigkeiten arbeiten. Dennoch möchte ich unseren Besuch in der Bibliothek nicht weiter verschieben. Nun, fahren wir fort? Fick! Es gibt Arbeit. Los! Professor Black, ich habe Sprechstunde. Das muss warten auf unbestimmte Zeit, genau wie Ihr Schüler. Ich hätte gedacht, dass Sie nach all dem Ärger wegen Osric gerne Wiedergutmachung leisten wollen. Mein Büro, 5 Minuten. Ah, unsympathischer Typ, der Schulleiter Black. Der Mann ist ein Ärgernis. Leider muss unser Ausflug in die verbotene Abteilung noch ein bisschen warten. Aber Professor... Wir haben keine Wahl. Es wäre unklug, unseren illustren Schulleiter weiter zu provozieren. Ich suche sie auf, wenn ich das hinter mir habe, was ich ertragen muss. Die scheinen sich nicht sonderlich gut zu verstehen. Und das ist auch kein Wunder, denn die Familie Black ist ja berüchtigt dafür, dass sie nicht unbedingt die nettesten Charaktere hervorgebracht hat. Das hat ja auch der Sirius immer wieder erzählt. Sprich mit Sebastian. Sebastian hat doch die verbotene Abteilung erwähnt. Vielleicht hat er ja eine Idee. Oh, ach komm, wir machen mal keine Schnellreise. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Ihr erinnert euch wahrscheinlich auch noch an den Stammbaum der Familie Black und da kommt der Phineas oder Phineas, glaube ich, auch vor. Allerdings sind da auch einige ausradiert. Und das sind diejenigen, die sich mit Muggeln eingelassen haben, denn die Familie Black... Das war eine Familie, die darauf bestanden hat, reinblütig zu sein, was natürlich völliger Schwachsinn ist. Sebastian, da bist du. Ich hatte gehofft, dich zu sehen. Nach dem Trollangriff sah ich in den 3 Besen die Konfrontation mit Rookwood und Harlow. Victor Rookwood interessiert sich nicht für viele Schüler. Was hat es damit auf sich? Ah, wir sagen ihm lieber nichts. Ich habe ihn nie getroffen. Vielleicht verwechselt er mich mit jemandem. Wenn du meinst, ich will dir nicht auf den Pelz rücken, aber irgendwann musst du mir sagen, was los ist. Du könntest mich brauchen. Und warum hast du mich gesucht? Ich muss etwas für Professor Fig finden. Aber es ist in der verbotenen Abteilung. Kann er es nicht selbst holen? Er wurde im letzten Moment von Black wegbeordert. Ich könnte warten, bis ich wieder von ihm höre, aber... Du willst Initiative zeigen. Genau. Du sagtest, man müsse nur schlau genug sein, um in der verbotenen Abteilung nicht erwischt zu werden. Das bin ich auch. Triff mich heute Abend vor der Bibliothek und sag's niemandem. Muss ich mir Sorgen wegen der Bibliothekarin machen?
Madame Scribner toleriert keine Heimlichkeiten inmitten ihrer wertvollen Bücher, also solltest du zusehen, dass du ihr aus dem Weg gehst. Sie und ich haben unsere eigene Geschichte, aber ich kann mich gegen sie behaupten. Du vielleicht nicht. Was ist, wenn man uns in der verbotenen Abteilung erwischt? Wir müssten nachsitzen. Lass dir vor allem eins gesagt sein. Meide Peeves, den Poltergeist, unter allen Umständen. Neben der mutwilligen Zerstörung von Schuleigentum ist ihm nichts lieber, als Schüler wie uns zu verpetzen. Danke, Sebastian. Bis später dann. Und den Peeves haben wir ja schon kennengelernt und jetzt ist abends und wir sollen uns mit Sebastian treffen und in die Bibliothek einbrechen, die verbotene Abteilung, wir kennen sie ja alle. Es könnte interessant werden. Da drüben. Das ist die Tür, zu der wir müssen. Und diese lästigen Vertrauensschüler würden uns nur zu gerne bei Scribner verpetzen. Sie dürfen uns also nicht sehen. Verstanden? Das kriegen wir hin. Na los. Ein Moment. Es gibt da einen Zauberspruch, den du kennen solltest. Den Desillusionierungszauber. Gut, um an verbotene Orte zu kommen. Sprich ihn und du wirst als kaum mehr als ein Lichtspiel erscheinen. Jedenfalls, solange du auf Abstand bleibst und still bist. Du meinst, ich kann mich echt unsichtbar machen? So in etwa. Ist nicht so narrensicher wie ein Tarnumhang, aber die sind teuer und Zaubersprüche, die sind gratis. Probier ihn doch mal. Der ist schon schwieriger, da gibt's nämlich nicht nur A, sondern eine Tastenkombination. Okay, und jetzt hier. Schnell um die Kurve. Oh, das wird knapp. Und zack. Wir haben's geschafft. Aber noch nicht wirklich. Ja, das werden wir tun. Still wie ein Grab. So, ich habe die Zauber mal ausgerüstet. Ihr seht schon, jetzt sind wir unsichtbar und müssen uns jetzt noch an denen vorbeischleichen. Oh, die sehen uns doch. Ich muss langsam hier vorbeischlendern. Uiuiuiui. Ist ja eine richtige Assassin's Creed Mission. Überhaupt hat das Spiel sehr viele Ähnlichkeiten. Definitiv. Mir gefällt es bisher sehr gut. Ist sehr atmosphärisch, spannend. Und ich freue mich, dass es euch auch gefällt. Ja, und den Boden können wir uns jetzt gerade nicht kümmern, oder? Vielleicht lenkt er die ab. Ach. Da fliegen noch ein paar Nixen. Oh. Jetzt müssen wir aufpassen. Warten wir erstmal die Bewegung ab. So ein alter Trick in Games, ne? Jetzt hier vorsichtig vorbei. Die guckt sich gerade irgendwas am Boden an. Sieht uns nicht. Aber wir könnten jetzt hier rein. Zack. Ist ja fast so gut wie ein Tarnumhang. Ich hoffe, der Sebastian kommt noch mit. Oh. In der nächsten Folge ändere ich auf jeden Fall auch mal das Outfit. Wenn ich es nicht vergesse. Mist! Die Bibliothekarin ist noch da. Schnell hinters Regal. Alles gut. Bleib cool, Mann. Bin auch schon fast da. Mist. Sollte die Bibliothekarin nicht längst weg sein? Ich sagte normalerweise, aber das macht nichts. Siehst du ihren Tisch hinter mir? Der Schlüssel ist in der Schublade des Schreibtischs. Also, folgender Plan. Ich locke sie mit einer Ablenkung weg. Du schnappst dir den Schlüssel. Ich treffe dich dann vor der verbotenen Abteilung. Wofür brauchen wir den Schlüssel? Gibt es dafür keinen Zauberspruch? Alle Humore? So kam ich sonst rein. Aber die Bibliothekarin hat es mitbekommen. Sie hat das Schloss mit einem Anti-Alohomora-Zauber belegt. Also geht nur der Schlüssel. Aber keine Sorge. Ich sagte ja, ich bring dich rein. Und ich halte mein Wort. Vertrau mir. Okay. Das könnte kritisch werden. Wie bewegt sie sich denn? Das hat sie nicht abgelenkt? Ist da jemand? Wollte schon sagen. Sind Sie das, Peeves? Oh, 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 oh. Hinter dem Tisch verstecken und schnell rum. Das hat doch funktioniert. Ich hab ihn. Wir bleiben erstmal hier hinter dem Regal. Oh nein. Die kommt genau hier lang, oder was? Nee.
Sie hat uns nicht gesehen, zum Glück. Die kennt keinen Spaß, wie wir mitbekommen haben. Das war doch gar nicht so schwer. Jetzt muss ich das Buch finden. Denn hier dürfen wir uns natürlich auch nicht sehen lassen. Wer weiß, vielleicht ist ja noch jemand hier. Ach, das ist verzaubert und sieht nur nützlich aus. Hat mich zweimal getäuscht. Beurteile ein Buch nie nach seinem Einband. Ja, Sebastian war schon öfter hier. Ist ein bisschen so ein Unruhestifter auch. Das gefällt mir eigentlich. Und Natti ist ja auch vom Hause Gryffindor. Ich habe die natürlich nur wegen Kompetenz gewählt und weil die sehr sympathisch war, ganz klar, als Charakterin. Nutze den Basiszauber, während du dich versteckst, um Autoritätspersonen und Gegner dorthin zu locken. Okay. Geist, sei vorsichtig. Aber jetzt warte ich erstmal. Ich habe keinen Geist gesehen, nur das Bild da vorne. Hat uns angezeigt, wir sollen leise sein. Hä? Passiert nicht viel? Oh, da ist der Geist. Ist doch was passiert. Und da hinten ist auch noch eine Rüstung. Mal lieber auf die andere Seite laufen nochmal. Komm, Sebastian. Kann ich die umhauen noch oder so? Nee, kann ich wahrscheinlich nur anschießen. Okay, das soll ich jetzt auch nicht riskieren. Der Geist hätte mich beinahe gesehen. Ja, ich denke, das kann man auch so umgehen. Oder wir müssen ihn sogar mit der Rüstung ablenken. Ja, wir müssen. Gut. Sicherheitsgeist. Kann man auch als Security-Firma mieten übrigens. Okay, schnell weiterkommen. Die Luft ist jetzt rein. Wir müssen nicht mehr herumschleichen. Also, wonach suchst du eigentlich? Ich suche ein Heilmittel für meine Zwillingsschwester Anne, damit sie zurück nach Hogwarts kann. Weil bei Merlin alle anderen aufgegeben haben. Warum glaubst du, dass du in der verbotenen Abteilung ein Heilmittel findest? Gibt es im Krankenflügel nichts, das Anne helfen kann? Nein, wir haben alles probiert, von Schwester Blaney bis zum St. Mungo. Aber ich kann alleine suchen. Mach dir keine Gedanken. Konzentrieren wir uns auf das, was du suchst. Und das wäre was, genau? Das finde ich noch heraus. Gib dich nicht so geheimnisvoll. Eine Quidditch-Schutzbrille? Okay, vielleicht finden wir auch das, was er braucht, der Sebastian. Könnten ihm ja gerne helfen. Er hat uns jetzt auch geholfen. Jetzt würde ich ihm zum Beispiel wirklich das Buch geben. Das andere war ja nur Spaß bei den Nebenquests, aber wenn jetzt eine Entscheidungsmöglichkeit kommt, würde ich ihm definitiv das Buch geben. Weil er hilft uns ja auch gerade weiter. Oh, was ist hier los? Was ist da passiert? Da ist doch irgendwas gerüttelt gerade. Oder ist er nur gegen irgendwas gelaufen? Keine Ahnung. So. Geheimnisse der dunkelsten Künste. Beeindruckend. Das Buch brauchen wir eigentlich. Zappelt auch schon so schön. Für unseren weiteren Werdegang als Sarazar Slytherin. Mal sehen, was wir da noch machen können. Können wir mal Revelio. Revelio. Ja, sind bestimmt ein paar Sachen versteckt. Da hinten sehe ich schon eine Truhe. Oh, nett. Pfeil, rosa Wirbel. Wen haben wir hier? Shit! Sebastian Cello und seine neue kleine Klette erkunden Orte, an denen sie nicht sein sollten. Ungezogen und bald aufgeflogen. Peeves, wag es. Das verrate ich, das verrate ich, das verrate ich. Wir kriegen gleich Gesellschaft, oder? Ah, verfluchter Peeves. Ich muss ihn aufhalten oder mir wenigstens eine gute Ausrede überlegen. Woher weiß ich, dass du nicht zur Bibliothekarin gehst und mir alles anhängst? Warum sollte ich? Ich mag Freunde, die in meiner Schuld stehen. Jetzt geh. Viel Glück bei der Suche. Na gut. Wo ist der verdammte Poltergeist hin? Ich weiß, mit welchem Zauber ich die Rüstung repariere. Ja, das weiß ich durchaus. Ich weiß theoretisch echt, mit welchem Zauber wir die
Okay, wir brauchen den Zauber und ich würde sagen, machen wir mal so. Reparo. So. Jetzt kommen wir hier durch. Hoffentlich können wir ihm wirklich vertrauen. Wir haben nachher nicht ein paar Probleme an der Backe. Werden wir in den nächsten Folgen erfahren. Professionelle Schuluniform mit Blazer. Das checke ich mal aus und ziehe uns dann mal in der nächsten Episode um, denke ich auch. Aber bisher hat mir das Slytherin Dress am besten gefallen. Oh, hier geht's aber echt tief runter jetzt. In der verbotenen Abteilung. Hier war schon länger keiner mehr, habe ich das Gefühl. Natürlich. Spuren alter Magie. Revelio, dieser Raum muss doch etwas verbergen. Moment mal kurz. Es war ja klar, dass wir Spuren der alten Magie finden. Jetzt wissen wir auch, was wir suchen. Nicht nur Gold oder irgendwelche Accessoires, sondern... Das war es! Die alte Magie. Und hier ist ein Portal. Oh, es geht da nach unten. Wieder eine Spur. Vielleicht wieder von dem Magier. Wo führt sie wohl hin? Lüfte das Geheimnis der Vorhalle. Das sieht mega imposant aus. Was sich nicht alles unter Hogwarts befindet, oder Leute? Und was erwartet uns jetzt hier? Der erste Rätselspaß? Es sind sogar Wurzeln in dieser Höhle. Zumindest sieht das so aus. Und Wasserfälle, da hinten im Schatten. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, wahrscheinlich schon. Wir haben ja eine ziemlich gute Qualität hier, 4K 60. Also, besser geht's kaum. Revelio. Da oben, da leuchtet was. Ah, ich muss die Rune dort drüben erwecken. Erwecken? Okay, ich habe sie mal erweckt. Ich hoffe, das stürzt nicht ein wieder. Das scheint stabil zu sein. Das war ja klar. Das sind Wachen. Revelio. Wen haben wir denn da? Bam! Alter! Was geht jetzt ab? Das ist der Super-Power-Spell der alten Magie. Oh shit, hier ist ja noch mehr. Ich nehme mal das Ding hier. Bams! Die wollen es wirklich wissen, die beiden. Ich hab da was Schönes. Oh, der lebt noch. Ich darf ihn eigentlich gar nicht zu Boden kommen lassen, wenn so eine Aktion passiert. Und noch ein bisschen... Aua! Feuerzauber! Bam! Einmal verbrutzelt. Die sind ja aus Eis, glaube ich. Vielleicht hilft das sogar ein bisschen. Akio. Gut gesmashed. Deine Beherrschung der alten Magie nimmt zu, wenn du erfolgreich angreifst oder Schaden nimmst. Erfolgreiche Kombos aus 10 oder mehr Treffern erzeugen eine Art Magieverstärker. Okay. Wenn mindestens eine Leiste deiner alten Magieanzeige voll ist, kannst du verheerende Angriffe durchführen. Haben wir gesehen? Okay, unten rechts die Leiste, die blaue. Das ist unsere alte Magie. Und das scheint sowas wie Mana zu sein, quasi. Also, diese Zauber haben wir nicht unendlich. Die sind nicht einfach nur mit Cooldown, sondern die sollten wir uns vielleicht aufheben. Oder? Revelio. Hallo. Ja, vielleicht hebe ich mir das mal lieber auf. Mach dir mal so platt hier. Boah, zerfetzt haben wir den. Auch so. Incendio. Bisschen Feuer. Oh, der hat aber eine schlechte Reichweite. Levioso. Huch. Ich glaube, der ist da runtergeplumpst. Ich glaube, da geht's tief runter. Da hinten ist eine Truhe, Freunde. Revelio.
man denn da ran? Hab mich mal umgeschaut und ein paar Zauber in der Truhe ausprobiert, aber keine Ahnung, wie wir da rankommen auf die Schnelle. Kostet jetzt auch ein bisschen viel Zeit, deswegen gehen wir mal weiter. Hier scheint es weiterzugehen, aber wohin? Und der nächste Rätselraum. Wieder sehen wir hinten eine Rune. Okay, wieder wird eine Brücke gebaut. Da vorne ist auch irgendwas. Oh, da unten fährt sich irgendwas hoch. Seht ihr das? Interessant. Wieder ein weiteres kleines Rätsel. Mal das Ding ausfahren. Ah, guck mal hier. Da hinten ist auch eine Truhe. Vielleicht kriegen wir die ja wenigstens. Also, ich muss das Ding irgendwie abballern, diese Rune. So viel mal dazu. Das kriegen wir aber auch noch hin hier. Komm. Zack. Da wird jetzt bald unser Teil stehen. Ja, tut's. Und hier ist ein Gang. Mit einer Truhe. Purpurrote Quidditch-Handschuhe. Na, die nehme ich doch gerne mit an mich. Oh je. Aber wie kommen wir jetzt darüber? Einfach dranballern, auf uns fahren und nochmal dranballern? Fast geschafft. Ich sollte einen kühlen Kopf bewahren. Kriegen wir noch ein patronenfreies Haus jetzt hier? Sind aber größtenteils auch einfach kosmetische Gegenstände. Oh, und hier werden wir jetzt die alte Magie brauchen. Akio! Komm doch mal näher zu mir, hä? So, der ist es down. Levioso! Oh, da sind noch ein paar Fässer. Die sollten wir auch aktivieren. So, der ist down. Es werden immer weniger. Wir dünnen den... Au! Au! Oh, Alter, ich wäre beinahe darunter gestürzt. Das wäre so knapp. Scheiße, Mann. Einmal kann ich es benutzen. Komm, wir haben gleich wieder die Leiste voll. Ah, die eben hatten gerade auch ein paar Punkte der alten Magie gedroppt, aber die bleiben nicht liegen, die Dinger. Haben wir hier nicht noch ein bisschen... Hier! Oh nein! Einen habe ich wenigstens getroffen, glaube ich, oder? Oh, Lebensmittel. Lebensenergie. Lebensmittel vor allem. Ja, aber ist ja quasi Lebensmittel, wenn ich so einen Heiltrank nehme. Habe ich eben tatsächlich diese Kugeln verpasst und das macht es jetzt schwerer. Sonst hätten wir die, glaube ich, mit super mega Power-Zaubern einfach dezimieren können. Oh, das klappt ja auch so. So. Was ist der letzte? Levioso. Ich hab da was vor mit dir. Incendio. Erinnern so ein bisschen an so Steinelementarwesen. Gibt überhaupt viele, viele magische Kreaturen hier als Gegner. Nochmal kurz einen Blick über die Halle werfen. Auch wieder eine schöne Architektur. Es ist also doch ein Buch. Ein stark verteidigtes Buch. Über die alte Magie vielleicht?
Und das ist scheinbar wieder eine Erinnerung von dem Zauberer Rackham, der uns überall seine Spuren legt. Sie wollten mich sehen? Schulleiterin Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isidora Morganock. Willkommen. Professor Rookwood? Professor Bakar? Ich hörte, Sie gewöhnen sich langsam an das Leben in Hogwarts. Das stimmt. Das freut mich, wenn man bedenkt, wie ungewöhnlich es ist, in der 5. Klasse einzusteigen. Wie es der Zufall will, fing auch ich als Fünftklässler in Hogwarts an. Doch wir scheinen Einzelfälle zu sein. Miss Morganock, gestern nach dem Unterricht befragten Sie mich nach all den wunderschönen Wirbeln, die Sie vor all den Jahren sahen, als wir Ihr Dorf besuchten. Ich habe Sie alle sofort erkannt. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Wir helfen doch gern. Und ja, ich habe Sie gesehen. Sie waren überall. Mein Vater meinte, ich hätte mir das nur eingebildet, aber Sie wirkten so echt auf mich. Das war keine Einbildung. Percival, Professor Rackham, kann sie auch sehen. Bisher ist das der einzige bekannte Fall. Ich bin verwirrt, was sind sie? Geflüsterte Worte oder vielmehr Spuren, die beim Wirken von alter Magie erscheinen. Alte Magie? Kaum jemand ist ihrer mächtig. Hogwarts selbst ist eine Hochburg alter Magie. Wenn ich also Spuren alter Magie sehe, kann ich sie etwa auch beherrschen? Mit der richtigen Anleitung. Aber wir wollen nichts überstürzen, Miss Morganock. Bevor ich Sie in dieser Magie unterweise, müssen Sie alles andere beherrschen, was Hogwarts bietet. In falschen Händen kann solche Magie großes Leid verursachen. Sie darf nur von Auserwählten genutzt werden. Daher müssen wir Sie bitten, niemandem zu erzählen, was Sie heute erfahren haben. Sebastian. In der verbotenen Abteilung! Schon wieder! Ich dachte, wir hätten diesen Unfug hinter uns! Nachsitzen reicht bei Ihnen offensichtlich nicht. Ich fürchte, ich muss den Schulleiter informieren. Und abgesehen davon teilte mir Peeves mit, dass Sie heute Abend nicht allein waren. Wenn Sie jemand genötigt hat, dann sagen Sie es mir. Sie sind doch klug. Vergeuden Sie das nicht. Da war keiner. Ich kam allein. Guter Mann, der Sebastian. Oh, Sebastian. Was wird nur Ihr Onkel sagen? Und das war's von dieser Folge von Hogwarts Legacy.